Mit dem NIO ES6 brachte das chinesische Startup den zweiten vollelektrischen SUV auf den Markt. In puncto Performance und Design zeigt sich das geräumige Elektroauto sehr sportlich. Durch ansehnliche Qualität und Ausstattung wird der günstige ES6 zur ebenbürtigen Konkurrenz von Audi, BMW und Tesla. Alles, was man über den NIO ES6 wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Zu den elektrischen Fahrzeugen von NIO habe ich nun schon ziemlich viele Videos gemacht. Darunter zum ET5, ET7, EC6, ES7 und nun den ES6. Schaut euch auch gerne die anderen Modelle an. Der NIO ES6 und auch der NIO ES8 sind aber in aktuellen Nachrichten zu finden, weil Audi die Namensrechte eben dieser Modelle anklagt. Bleibt abzuwarten, ob dabei was rauskommt und NIO eventuell die Modellnamen ändern muss. Naja, zumindest wenn sie diese in Europa einführen möchten. Schlitzförmige Scheinwerfer sind im charakteristischen X-Bar-Design des NIO ES6 integriert und bilden mit dem schmalen Kühlergrill eine sportliche Front. Haifischförmige Rücklichter zieren das bullige Heck des SUVs. Die in der Karosserie eingefassten Türgriffe fahren selbstständig aus und das Öffnen der Ladeklappendeckel erfolgt motorisiert. Um das Gewicht des NIO ES6 geringer zu halten, besteht dessen Chassis zu 91% aus Aluminium und die Karosserie hauptsächlich aus Carbon. Ein großes Panoramadach sorgt für viel Helligkeit im Innenraum. Entworfen wurde dieses elegante Design in München vom ehemaligen Entwickler der BMW i-Modelle. Exklusive Materialien kleiden den Innenraum des ES6 aus. Hartplastik ist kaum zu finden und eine diffuse Ambientebeleuchtung sorgt für Eleganz. Die Schaltkulisse wird von gebürstetem, mit Schwarzchrom kombiniertem Edelstahl umschlossen. Der Dachhimmel ist mit Velour überzogen und der NIO ES6 ist ausschließlich mit Lederausstattung erhältlich. Die bequemen Massagesitze aus Leder sind serienmäßig beheizt und mit einer Belüftung ausgestattet. Der Beifahrersitz beinhaltet eine hochklappbare Fußablage, gegenüber befindet sich eine Fußraste. Zahlreiche Fächer bieten einen beachtlichen Stauraum. Eine Handy-Ablagefläche ermöglicht induktives Laden und USB-Schnittstellen sind im großen Umfang enthalten. Das Digital-Cockpit hinter dem Multifunktionslenkrad aus Nappa-Leder ist gut beleuchtet und an der Mittelkonsole befindet sich ein großes vertikales Touch-Display. Ein Head-Up-Display projiziert wichtige Informationen ins Blickfeld des Fahrers. Weitere Unterstützung bietet der kleine Roboter Nomi, ein Sprachassistent im chinesischen Stil. Für die Unterhaltung sorgt eine qualitative Soundanlage mit 12 Lautsprechern. Optional stehen für den NIO ES6 ein elektrischer Liegesitz für den Beifahrer und ein intelligentes Duftsystem mit 5 verschiedenen Duftnoten zur Wahl. Der NIO ES6 ist mit viel Platz und Komfort für gemütliche Langstreckenfahrten ausgelegt. Der geräumige Fünfsitzer bietet mit einer Höhe von 1,7 Metern großen Fahrern ausreichend Kopffreiheit. Für die verengte Spur, zum Beispiel in Baustellenbereichen, ist seine Breite von 2 Metern ohne Außenspiegel überdimensioniert. Das 4,9 Meter lange Elektroauto kommt auf ein Leergewicht von 2,3 Tonnen. Durch das hohe Gewicht und früh eingreifende Assistenzsysteme fährt sich der NIO ES6 in schnellen Kurven etwas holprig. Das 584 Liter Stauvolumen des Kofferraums ist durch Umlegen der Rückbank auf 1433 Liter erweiterbar. Bei diesem Platzangebot gehen Fahrräder und Kinderwagen problemlos mit auf die Reise. Eine Anhängerkupplung gibt es für den NIO ES6 aufgrund der geringen Nachfrage in China nicht. Das Aluminiumchassis gestaltet Umbauarbeiten am Heck schwierig. Für die Auslieferung in Europa zieht NIO demzufolge die Option eines Anhängers nicht in Betracht. Der Allradantrieb des NIO ES6 besteht standardmäßig aus zwei 160 kW starken Elektromotoren gekoppelt mit einem Eingang-Automatikgetriebe. Diese Permanent-Magnetmotoren erzeugen kombiniert eine Leistung von 435 PS und beschleunigen den SUV in 5,6 Sekunden auf 100 km/h. Bei der Performance-Variante liegen in Form eines Induktionsmotors 240 kW an der Hinterachse an. Dieses Modell bringt eine Systemleistung von 544 PS sowie 725 Newtonmeter auf die Straße. Der Sprint von 0 auf 100 erfolgt in 4,7 Sekunden. Abhängig von der gewählten Akkuvariante bewältigt der NIO ES6 Reichweiten von 430 km bis 610 km laut NEFZ. Diese legt er mit einem angegebenen Verbrauch von 19,6 Kilowattstunden auf 100 km zurück, wobei die Reichweite ab Geschwindigkeiten von 120 km/h
drastisch sinkt. Es ist somit nicht ratsam, die Maximalgeschwindigkeit von 200 km/h über weite Strecken zu nutzen. Der NIO ES6 ist in einer Performance-Variante verfügbar. Diese hat neben dem standardmäßigen 160 kW Motor einen 240 kW Motor verbaut. Daneben bietet diese Variante zusätzlichen Komfort durch eine Luftfederung mit Absenkmechanismus für ein einfacheres Einsteigen in den SUV. Beide Modelle sind in drei unterschiedlichen Akkuvarianten erhältlich. Der kleinste Lithium-Ionen-Akku mit 70 Kilowattstunden sorgt für eine Reichweite von 430 Kilometern. Diese steigt beim 84 Kilowattstunden Akku auf 510 Kilometer und mit dem 100 Kilowattstunden Akku verspricht der NIO ES6 eine Reichweite von 610 Kilometern. Für herkömmliche Ladestationen ist der ES6 mit zwei Anschlüssen ausgestattet. Der einphasige Typ-2-Stecker erreicht eine Ladeleistung von 7,4 kW, wodurch der Ladevorgang eines NIO ES6 mit dem 100 kWh Akku ca. 10 Stunden dauert. Eine bessere Ladeleistung von 105 kW erzielt das Elektroauto mit Gleichstrom. Mit dem CCS-Stecker angeschlossen kommt der SUV in 48 Minuten auf einen Akkustand von 80%. Beim 70 kWh mit geringerer Reichweite beträgt die Ladedauer 6,8 Stunden mit Wechselstrom und 30 Minuten mit Gleichstrom für 80%. Bis zu 20 Assistenzsysteme sorgen für die Sicherheit im NIO ES6. Dazu zählen der Abstandstempomat, ein automatischer Spurwechsel sowie ein Spurhalteassistent. Die Trifokalkamera hat die Straße vor dem SUV sowie die gesamte Umgebung im Blick. Der Totwinkelassistent und die Überwachung des kreuzenden Verkehrs bieten zusätzliche Sicherheit. Die Sicherheitssysteme stammen hauptsächlich aus Europa und bestehen aus insgesamt 23 Sensoren und Kameras. Automatische Updates gewährleisten, bei stabiler Internetverbindung, dass sich die Systeme laufend auf dem neuesten Stand befinden. Ein NCAP-Crashtest des ES6 liegt noch nicht vor, der größere ES8 überraschte und holte die gesamten 5 Sterne. Die Standardvariante des NIO ES6 ist in China für umgerechnet 46.000 Euro erhältlich. Der Marktpreis des Performance-Modells liegt bei 51.000 Euro. Die Markteinführung in Deutschland ist für Ende 2022 geplant. NIO bietet die Möglichkeit, den Akku zu mieten. Dies senkt den Kaufpreis um 8.500 Euro. Die monatlichen Gebühren der Mietoption belaufen sich auf knapp 120 Euro. Bei diesem Konzept tauscht der vollautomatische Mechanismus einer Batteriewechselstation den leeren Akku in ca. 3 Minuten gegen einen neuen. Lange Wartezeiten an Ladestationen entfallen. Der erste europäische Standort des aus China bewährten Konzepts ist Oslo. Für Deutschland sind Wechselstationen in München und Berlin eingeplant. Aber wie gefällt euch der NIO ES6? Glaubt ihr an ein Startdatum Ende 2022? Schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.